Innenpolitisch ist es das Thema, das seit Wochen die Debatten bestimmt, die Flüchtlingspolitik. Heute beraten darüber die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in Frankfurt am Main bei ihrer zweitägigen Herbstkonferenz. Die Länder fordern deutlich mehr Unterstützung vom Bund. Ein Problem, das insbesondere die Kommunen immer wieder beklagen, ist die Unterbringung der Migranten. Das ist eines der letzten Zimmer, die Linnichs Bürgermeisterin Marion Schunk-Zenker noch zur Verfügung hat. In einer alten Polizeischule, die inzwischen als Unterkunft für Geflüchtete dient. Schon bald wird auch dieses Zimmer belegt sein, weil so viele Asylbewerber und ukrainische Geflüchtete kommen. Und zusätzlich haben wir in der Unterkunft noch viele Menschen, die schon seit 2015, 2016 hier leben, weil sie einfach nicht in Wohnraum gehen können, nicht vermittelt werden können. Auch Kita- und Schulplätze sind in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt knapp. Integrationsarbeit findet in Linnich vor allem ehrenamtlich statt. Doch auch die Helfenden kommen an Grenzen. Heute wird gemeinsam getöpfert. Kinder mit und ohne Fluchthintergrund. Sonja Bischof sitzt für die Grünen im Stadtrat und ist schon seit 8 Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv. Insgesamt muss man sagen, dass natürlich die Anzahl der Leute, denen wir helfen, tendenziell steigt und die Anzahl der Leute, die helfen, sozusagen eigentlich nicht proportional mitsteigt. Um mehr Platz zu schaffen, bereitet die Stadt gerade ein weiteres Gebäude der alten Polizeischule vor. Vom kommenden Jahr an könnten hier Geflüchtete einziehen. Dennoch, um die Situation bewältigen zu können, müssten aus Sicht der Bürgermeisterin die Asylverfahren schneller werden. Das heißt, die Menschen, die ein Anrecht auf Asyl bei uns haben, sollten schneller im System sein. Aber die Menschen, die das Anrecht nicht haben, müssen es auch schneller wieder verlassen. Aufnahmebereitschaft und konsequentere Abschiebungen. Für die Bürgermeisterin 2 Seiten einer Medaille. Und damit zu Gerrit Rudolph in Frankfurt. Ja, lassen Sie uns gleich mal beim Thema Asylverfahren bleiben. Welche Unterstützung erhoffen die Länder sich da vom Bund? Ja, vor allen Dingen geht es hier um Geld, und zwar um Milliarden. Die Länder wollen mehr Geld vom Bund für die Flüchtlingsunterbringung, vor allem aber auch für andere Dinge wie Sprachkurse, Integrationskurse. Die Finanzierung sozusagen ist ja so, dass die Flüchtlingsunterkünfte, also die Unterbringung der Flüchtlinge in Flüchtlingsunterkünften eine Aufgabe der Länder, der Kommunen ist. Die Kommunen bekommen das Geld von den Ländern. Das reicht aber hinten und vorne nicht, und deswegen fordern die Länder vom Bund viel Geld, Milliarden. Vor einem halben Jahr etwa hat Bundeskanzler Scholz 1 Milliarde zusätzlich zugesagt. Das ist aber aus Sicht der Länder nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wir reden hier von Gesamtsummen von 20 bis 30 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr waren die Kosten der Flüchtlingskrise, da wird alles Mögliche reingerechnet, aber vor allen Dingen die Unterbringung, etwa bei 30 Milliarden Euro insgesamt. Jetzt haben wir gerade im Beitrag gehört, dass es auch oft daran hapert, dass die Asylverfahren einfach sehr lange dauern. Also sowohl, wenn es darum geht, Menschen integrieren zu können, als auch darum, dass man sagt, du wirst wieder abgeschoben. Sind die Verfahren aktuell zu kompliziert oder fehlt es auch an Personal? Es fehlt vor allem an Personal, und zwar an allen Ecken und Enden. Also in allen großen Städten sind die Ausländerbehörden überfordert. Digitalisierung ist da ein großes Thema. Auch dazu ist Geld zugesagt worden vom Bund, also dass mehr Geld in die Digitalisierung der Kommunen, der Ausländerbehörden in dem Fall konkret, fließen soll, damit das dort schneller ablaufen kann und die Ausländerbehörden, wie zum Beispiel hier in Frankfurt, nicht so eine riesige Bugwelle an unbearbeiteten Anträgen vor sich herschieben. Also es gibt sehr, sehr viele Baustellen, und in allen Fällen geht es ums Geld, geht es um die Finanzierung und im Kern darum, dass die Länder vom Bund mehr Geld, mehr Milliarden haben wollen. Es gibt auch eine Grundsatzfrage der Finanzierung. Bisher war es so, in den vergangenen Jahren und auch jetzt ist es noch so, dass eine bestimmte Summe ausgehandelt wird zwischen dem Bund und den Ländern, und die soll dann fließen. Und was sich die Länder wünschen, um aber eben flexibler auf die Flüchtlingskrise reagieren zu können, ist eine Art Kopfpauschale. Man nennt das auch ein atmendes System. So hat es hier vorhin auch Ministerpräsident Boris Rhein von Hessen, der hessische Ministerpräsident, genannt, der ja der Ministerpräsidentenkonferenz hier nun vorsitzt. Er hat im kurzen Statement hier gesagt, er wünscht sich ein atmendes System, soll heißen, die Kopfpauschale, es soll eine Kopfpauschale geben. Und das heißt im Endeffekt, dass dann je mehr Flüchtlinge kommen, so mehr Geld fließt auch vom Bund in die Länder. Da fordern die Länder 10.000 Euro pro Person, also pro vorgeflüchteter Person. Und der Bund hat bisher nur gerade mal die Hälfte zugesagt. Und diese Hälfte, die zugesagte Hälfte, ist noch nicht offiziell, sondern das ist auch noch in Diskussion.
Jetzt ist Geld ja das eine, aber im Zweifel braucht man dann ja auch schnell Gebäude zum Beispiel, wo die Menschen untergebracht werden können. Der Winter kommt, da wird es mit Zelten nicht mehr funktionieren. Gibt es da konkrete Angebote vom Bund, zum Beispiel Immobilien, die als Unterkunft in Frage kommen könnten? Die gibt es. Der Bund hat 340 Liegenschaften insgesamt mit Plätzen für etwa 70.000 Geflüchtete angeboten. Also Liegenschaften heißt, es sind Gebäude, Gebäudekomplexe, die im Eigentum des Bundes sind, die der Bund den Ländern, den Kommunen kostenfrei, also ohne Mietkosten zur Verfügung stellen möchte. Und auch die Renovierung, weil da sind auch Immobilien darunter, die sind renovierungsbedürftig, auch die soll vom Bund bezahlt werden. Und auch da geht es dann, auch wenn es hier um Wohnraum geht, am Ende wieder ums Geld, wieder um die Finanzierung. Gerrit Rudolph, danke nach Frankfurt.